Boah, ich bin jetzt so gespannt, was gleich schief geht. Du hast keine Ahnung. Ah. Ich hab noch ein bisschen mehr für dich. Hast du Bock? Ah. Nee, ich will nicht. Ich will. Wieso? Wenn du. Willkommen zu einem neuen Video. Und ich glaube, mit dem Video zu America's Next Topmodel auf diesem Kanal konnten wir damals ganz gut zeigen, wie fragwürdig TV-Shows eigentlich vorgehen. Alles für die maximale Einschaltquote und den Umsatz natürlich. In letzter Zeit wurde mir immer öfter eine neue Reality-Show aus Amerika angezeigt, die ich noch nicht kannte. Sie besteht aus sehr vielen Seasons, also es gibt bereits sehr, sehr viele Folgen. Und da haben auch einige Leute ihr Schweigen gebrochen und jetzt ist das Geschrei groß, beziehungsweise in dem Fall auch der Skandal. Ich habe mich also rangesetzt und recherchiert und werde heute Rizzo, wie damals zu America's Next Topmodel, einmal zeigen, wie beschissen Reality-TV-Shows eigentlich sein können. Rizzo, es ist mal wieder Zeit für so ein Video. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Wir gehen einfach mal rein. Dann schauen wir mal, was ihr und Rizzo zu dem Ganzen zu sagen habt. So, Rizzo, bist du bereit für eine wunderschöne Love-Story? Ey, ich bin so ready. Das Bild, was ich sehe, ist Hochzeit. Weißt du, ich fühle mich so wie so eine Lehrerin, die jetzt versucht, jemandem was beizubringen und so Sachen vorbereitet hat. Es ist wieder Zeit für sein Video, Rizzo. Ich will dich schocken, los geht's, lass uns beweisen, wie scheiße das Fernsehen sein kann. On the first of all, on the day we met, I was drawn to you immediately by beauty. As time went on, I started to see you not only as a beautiful person on the outside, but on the inside as well. Ey, das ist so eine Schere, weil auf der einen Seite ist das total schön, was man sieht, ja. Und auf der anderen Seite ist so düstere Musik. Ja, ja, deswegen. Schön, was ihr sagt, oder? Ja, es ist schön. Das ist doch schön. Ist doch schön. Da sind zwei junge Leute, die lieben sich, die wollen ihr Leben lang miteinander ein Paar sein. Es ist doch was Schönes. Ja, warum ist so traurige Musik? Das ist auf jeden Fall Kate und John. Die haben viel miteinander durchgemacht, die haben sich da kennengelernt und auch lieben. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen drauf ein, wie die beiden sich kennengelernt haben. Ich muss euch das alles so ein bisschen, vor allem Deary, so ein bisschen zeigen, wie schön es eigentlich alles war und wie geil alles lief. Ja, wie haben die beiden sich kennengelernt? Würde ich sagen, let's go. It was a sunny, warm day in October. Warte. Die Kinder sind die? Nee. Also die sind die Kinder die Menschen? Ich dachte gar nicht so, was? Die haben sich schon so klein kennengelernt, ach, so das wäre ja so süß. Ja. Tatsächlich nicht, nein. Sie erzählt quasi jetzt einfach, wie die beiden sich kennengelernt haben. Ah, okay, so okay. 19. Oh, schön. 97, I had to think. And what happened, honey? I was working in a hotel. I was living with my mother at the time. I had just graduated from nursing school. They had all these company picnics and training things, and they had one this one weekend. What day of the weekend was it? I have no idea. I would say a Saturday. It was a Sunday. Hey, weird. Welcher Tag war das? Und er so, ja, keine Ahnung. Ja, was würdest du denn sagen? Ja, Samstag. Falsch. Ja. So, hä? Ja, aber so richtig ernst auch, ne? Sie ist schon eine Karen, finde ich. Also es wird voll. Noch, also ich finde das dann schon so, weil ich ja das Material schon teilweise gesehen habe, ist es für mich jetzt schon voll der Vorbote, wo man schon sagt, oh, Red Flag, Red Flag. Ja, also das ist auf jeden Fall ein weirder Vibe jetzt gerade. Da haben wir also, sie haben sich kennengelernt, es war alles glücklich, schöne Gitarrenmusik im Hintergrund, wir lieben uns. Und ja, jetzt gucken wir erstmal uns nochmal an die ersten entspannten Aufnahmen, wo noch alles wunderbar war. Ich so denke sich hier, was mache ich? Ja, it's December 25th, 1998. Okay. Are you recording? And we're gonna have to open our presents now. Are you recording? Yes, Kate. Look at the red light. Merry Christmas. So. Also ich finde, da ist schon ein bisschen Anspannungsvibe jetzt in den Clips gewesen. Sie ist so ein YouTuber, also, gell? So ein YouTuber-Paar. Uiuiuiui. So, jetzt kommt der Antrag. Den hat er ihr hier gemacht. Da hat er sie gefragt, ob sie heiraten wollen. Und sie sagt, ja, mein Gott, ich will dich heiraten. Und alle sind glücklich. Oh. Und ja, jetzt sind sie ein Paar. Lustige Umarmung. I found myself lost in here.
Das ist ein guter Punkt mit verloren. Ich tease schon ein bisschen. Ah, es wird so angedeutet. Und was kam als nächstes, Rezo? Ja, offensichtlich der Kinderwunsch. Offensichtlich wollten sie dann Kids haben. Genau, Kinderwunsch. Denn die Gutste konnte nämlich schwierig Kinder bekommen. Das heißt, das war dann eine künstliche Befruchtung gefragt. Und ich weiß nicht, in Deutschland ist es so, man setzt nicht so viel Eizellen ein. In Amerika ist es egal, da feuerst du mehrere rein und wenn du Pech hast, überleben halt alle. Und genau, in dem Fall haben sie es sehr lange versucht und hatten einen Kinderwunsch und da schauen wir uns jetzt mal an, ob es geklappt hat. Positive pregnancy test. Proof of our hard work. Harte Arbeit. Ja, ich glaube, ist es ja dann, ne? Also wenn es nicht so vor der Hand geht, dann ist harte Arbeit so. Nee, ich glaube wirklich, dass es harte Arbeit ist. Stell dir mal vor, du kommst in so einem gestressten Arbeitstag und hast eigentlich keinen Bock, dann heißt, nimm mich! Nation and lots of tears shed over this. Here's two more that I took that are darker. Just to see him turn positive, of course. Ja, schwanger. Und was kam raus? Sweet. Ja. Zwillinge haben sie bekommen und waren ganz happy. Es hat endlich geklappt. Yay, happy family, könnte man sagen. Und könnte eigentlich sagen, hey, perfektes Glück. Hier könnte man aufhören. Boah, ich bin jetzt so gespannt, was gleich schief geht. Du hast keine Ahnung. Sie wollte auf jeden Fall nicht nur zwei Kinder, sie wollte gern noch eins. Ihr Wunsch war immer drei Kinder. Und da es ja davor halt auch mit künstlicher Befruchtung gut geklappt hat, haben sie sich dazu entschieden, dass sie es halt nochmal mit einer künstlichen Befruchtung machen. You wanted to, you had the twins, and she begged you to have one more? Begged. Because two wasn't enough? I wanted three. You wanted three? I really wanted to know what one baby was like. Uh-huh. I still don't know. You still don't know. You wanted to know what it was like to just to hold one baby, yes, instead of two. To not have my time divided. Ja, und dann kam die nächste Befruchtung. Aber ich denke mir, es passiert ja oft bei künstlichen Befruchtungen, dass Zwillinge rauskommen können. Das heißt, sie wusste ja schon, dass es eventuell auch wieder passieren kann. Dann hätte sie halt vier, ne? Und jetzt geht's auf zur nächsten Befruchtung, Rezo. Bist du ready? Ja, was passiert? Sind es drei geworden? And so when we went in, I knew there was at least twins. And I told him that. And as soon as they flashed the ultrasound screen, I saw too many circles to count. And look at that. Vier? Ich bin kein Arzt, aber sind das vier? Ja, Rezo, da siehst du's. Es waren ganze sechs Kinder in diesem Bauch. Was? Sechslinge? Ich habe vier gezählt. Es waren sechs? Es waren tatsächlich eigentlich sieben. Eins ist dann nicht gewachsen und gestorben. Es waren nochmal Sechslinge, ja. Also stell dir das mal vor. Du willst... Nee, ich will nicht... Ich will. Ja, und dann schauen wir uns mal an, was daraus geworden ist, oder? Puh, willst du ja, mal gerne. Acht Kinder in Action sehen? Ja, also ich stell's mir laut vor. And no matter how organized they are, and no matter how much they stick to a schedule, there's really no stopping the noise level here. Ja, aber es wäre ja jeder absolut überfordert mit acht Kleinkindern. Jedenfalls gab es natürlich auch dazu schon Kritik. Wir sehen auch, es kommen immer mehr Medien auf die zu, weil natürlich Sechslinge, ey krass, damals vor allem was ganz Neues. Da haben sie jetzt auch ein bisschen Kritik geerntet. Aber wir sehen schon, das Fernsehen hat ja, für was, dass sie Sechslinge bekommen hat. Also genau. Was will... Also die Kritik, dass sie hätte abtreiben sollen oder was? Ungefähr. Also ich weiß nicht, ob die Frau das jetzt so sagt, aber ich glaube, es geht schon in die Richtung. You wanted one baby. One more child. Yes, okay, one more. When you were told that there were going to be six children, what did you think? There were seven originally, which is way more scary than six for some reason. The one baby stopped growing on its own. You could have reduced the number. You didn't. Ach so, man kann sogar sagen, man treibt nicht alle ab, sondern man sagt einfach, ey, sechs, da ist das Risk so hoch. Ja. Ich gehe auf zwei, so, das kann ich handeln, das weiß ich. Genau. Das kann man im Prinzip machen, aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch nicht ganz ungefährlich ist. Hinterher saugst du zu viel ab und dann kriegt das eine Kind kein Bein. Oder ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da nicht gut genug aus, aber ich stelle es mir schon krass vor. Ich glaube, du saugst nicht. Ich glaube nicht, dass du so ein halbes Kind raussaugen kannst. Du saugst halt irgendwie auszusehen zu viel von einer Zelle ab. Das können uns die Profis in die Kommentare schreiben, da bin ich neugierig.
Aber, Rezo, somit ist doch das perfekte Fundament für eine TV-Show geschaffen worden, findest du nicht? Das stimmt, das stimmt. Dann lass uns mal reindippen. Also, weil wenn man etwas braucht, wenn man 8 Kleinkinder hat, ist es noch mehr Stress und Kameras. Genau. Das ist das, was wichtig ist. Genau, da muss man auch gar nicht als Kamerateam und Fernsehteam gar nicht mehr so viel rumintrigieren. Das passiert dann schon von alleine. This wonderful man contacted us. His name is Bill Hayes. And his philosophy was, he does TV to help people understand each other better. And I couldn't argue with that, because at that time, we just wanted people to understand us better. Yeah, and we want the best for our kids, so we will do the absolute best necessary for them. Ich weiß zwar nicht, die letzte Aussage, das Beste für die Kinder machen, aber ich denke mal, dass sie ordentlich Kohle bekommen haben und deswegen gesagt haben, sie wollen das quasi machen, weil sie auch sehr, 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 sehr viel Geldprobleme hatten natürlich in der Zeit. Er war phasenweise auch arbeitslos. Und yes. Die bieten wahrscheinlich auch gut Kohle und Support, ne? Es wurde somit John and Kate plus 8 geboren. Eine Show, die in Amerika eigentlich jeder kennt. Da habe ich jetzt mal für dich so ein paar Eindrücke aus der Show und aus verschiedenen Seasons zusammengesammelt, dass du mal siehst, wie man kann eigentlich pro Season echt gut mitverfolgen, wie aggressiv sie wird. She was probably, I'm sorry, can you stop breathing so loud, honey? He's like, breathe quietly. So I consider them sick, anyone sick, for, do you hear yourself breathing? Oh, that's just gross. Oh mein Gott, Alter. Ich finde, wir sind halt jetzt schon an so einem Punkt, wo man einfach merkt, sie ist richtig angekotzt von ihm und sie hat schon gar keinen Bock mehr. Ich hab noch ein bisschen mehr für dich. Hast du Bock? Come on, Leah. John, you can't walk away without Leah. Leah, come here, honey. You need to wake up and keep an eye on everyone. You need to let go of their hands and stop it. You're being annoying. Das sind, glaube ich, schon so Situationen, wo sie sich wirklich auf den Sack gegangen sind, wo man auch merkt, dass es ihn einfach extrem schon ankotzt. Also. Und ich glaube, dass auch die TV-Show, die oft in sehr stressige, ätzende Situationen gebracht hat, um das Ganze zu triggern, weil die oft auch so dumme Sachen machen mussten, wo man zum Beispiel auch gar nicht jetzt mit allen 8 Kindern machen würde. Dann würdest du halt sagen, einer bleibt zu Hause und einer geht einkaufen. Was machen sie? Sie gehen mit allen 8 Kindern einkaufen. Natürlich ist es Chaos. I've been looking for you. Go to 11. She was purchasing something at the checkout counter, I guess, for the girls and I, the older girls, and I had the girls. So she told me to stay. What's that? So I found this big bin of toys and I'm playing with Leah and showing her all these different animals. And then she's like, come here, come here, come here. Hello, I need your help. Go to 11. No, I can't. Would Why? You come here? Because you need to stop playing toys and come help. Vor allem, was man voll unterschätzt, ne, die schreit ja auch die ganze vor den Kindern. Und ich hab ich weiß bis heute, und ich habe nie Gewalt erfahren durch meine Eltern. Nie. Ich weiß, dass ich damals ich war auf dem Wickeltisch. Ich weiß es noch genau. Und ich habe meine Mutter, weil ich ein Arschlochkind war, so hart getreten, weil ich mich nicht wickeln lassen wollte. Und es hat ihr richtig wehgetan. Und dann ist sie weinend weggelaufen. Mein Papa kam gerade die Tür raus und sie hat vor Wut so eine Spieltonne umgekickt. Und das hat mich so geschockt, dass ich diesen... Ich weiß es noch. Ich kann mich noch an das szenisch erinnern. Und jetzt stell mal auf, also obwohl es gar nicht schlimm war für mich, sondern ich einfach erschrocken war. Also ich kann mich daran erinnern. Wie ist es? Also man nimmt oft als Kind viel mehr wahr, als man denkt, weil viele sagen, ach, das Kind ist auch so klein, das nimmt es nicht wahr. Also so Momente, an die können sich Kinder auch erinnern. Ja, voll. Also ich glaube, der ganze Vibe, der kommt ja bei einem Kind an. Oh Gott, wenn ich jetzt an die Hochzeitsbilder denke. You are their father. Oh Gott. Ey, lass ihn doch einmal kurz die Straße runterfahren. Ey, es ist richtig, es ist so schade. Jetzt kommt noch eine Szene, da war sie dann auch den Kindern gegenüber nicht so geil, aber sie ist schon eher meistens auch auf ihn los. In this room? The last time you'll ever be in it. Honestly, you will never open this door and come in here again. No one will be found in here. If you do, severe punishment. Mommy and Daddy need their privacy and we haven't had severe any for punishment. Good 40 years now. And I haven't sleep. Excuse me, I'm talking. Come in here. I haven't sleep, Mommy. Now, Kindergarten, John, Wahnsinn. You can help by standing in here instead of wandering. Mommy.
Let's have you talk and try to be like the head. This is the last time you'll ever be in here. What? Speak. So take a good look and then out. No, did you explain why? Because Mommy and Daddy need privacy. You have your own rooms and you have a whole house. Oh, Alter, dann sag's doch einfach selber. Wenn du. Ja, diese ganze Show, wie wir sehen, war dann schon sehr turbulent. Die erste Season noch so voll entspannt. Zweite, dritte, es wurde immer aggressiver, immer mehr Tension. Und irgendwann haben sich die Geschwister von der Kate, also von der Frau, geäußert zu dem Ganzen, dass sie das nicht so cool finden. Und da schauen wir uns mal das Statement von den beiden an. They're being exploited. And it's time for America to see the situation for what it really is. These children are very aware of the cameras in their homes. Their home is their workplace, and this is not a healthy environment for kids to be raised in. We have talked to them many times about, you know, about the subject, and they have often said, you know, hey, you know, this is kind of our lives. This is what we chose. This is how we're going to provide for them. And we feel that they've chosen this path. And with disregard to their children's safety, security. You know, they would say, Aunt Jody, I don't like the cameras on every vacation with us. I don't like them, you know. And two, you know, kids have bad moments. They cry and having a camera zoom in on, you know, a crying child. I mean, this should not be a form of entertainment. Das ist auf jeden Fall genau das, was ich immer sage. Die Kinder hatten schon jetzt keine Lust mehr. Und wie sollte es auch anders kommen, wenn wir uns diese aggressiven Szenen anschauen? Es wurde verkündet zu Season 5, dass die beiden sich scheiden lassen wollen. Ja, kann ich verstehen. Ich nicht? Wie kann er nur? have decided that we will separate. It's just not good for our kids, for us to be arguing in front of our kids. Gegen später kam nämlich auch raus, und da hat er dann nämlich jetzt letztens erst in einem Interview drüber gesprochen, was sie mit ihm gemacht hat. Sie hat ihn psychisch misshandelt, sie hat ihn von allen seinen Freunden abgegrenzt, sie wollte nicht mehr, dass er die Mutter sieht, das heißt, sie hat wirklich ihn isoliert, nur sie und die Kinder, und das haben wir ja jetzt, und deswegen glaube ich auch gar nicht, dass TLC so viel machen musste, weil ich glaube tatsächlich, es hat sich irgendwann so hochgeschaukelt und sie war irgendwann so aggressiv, dass ihr egal war, ob Kameras da sind oder nicht. Bei den Szenen, die man gesehen hat, hat man schon sehr stark gemerkt, dass es jetzt nicht so ist, dass beide sich gleich behandeln. Ja. Und das wurde einfach nur ein bisschen mehr jetzt vom einen zum anderen geschnitten oder so. Ja, das ist, ja. Ja. She separated me from my family, my mom and my brothers. I mean, she used to hold the kids over my head and say, you know, don't spend time with your mom, spend time with your kids. Why can't I spend time with my mom and my kids together? They say to me, it's so good to have the real John back. It's so good to have the warm, loving, kind, caring person. That we knew you when you were before you got married. Ja, und warum haben die beiden sich getrennt? Wieso? Warum trennen sich Menschen? Was hast du gerade gefragt? Ja, denn sie hatte scheinbar eine Affäre und sogar mit einem Familienmitglied, das beiden sehr nahe stand, und es wurde gemunkelt, dass sie was mit dem Bodyguard hat, und das war so scheinbar der Grund der Trennung, also großer Grund auch. Why did the divorce happen? Yeah. Because a certain person left me. For a certain somebody. There was this relationship that was going on in front of you. Yep. What did you say when you found out? Oh, I knew. I was like, end it. Der ist aber entspannt. Ich wusste, die hat eine Affäre, hab gesagt, hey, beende es doch endlich. Aber die Show sollte weitergehen, Rezo. Wie macht man das am besten? Ja, kann man nicht sie einzeln noch mit den 8 Kindern zeigen? Oder irgendwie beide getrennt, weißt du, dass du so Phase 1, Phase 2, weil die müssen ja immer noch also die Kinder sind ja still da, so. Genau, das hast du schon sehr gut zusammengefasst, und zwar hat sich TLC dann entschieden, dann nach 3 Monaten vor der Scheidung im Prinzip, dass es jetzt eine neue Show gibt, und zwar Kate plus 8 minus John. Boah, Digga. Also langsam Kate ist so der Titel der Sendung so eine ganze Matheaufgabe. Kate plus 8 von TLC. Der Mann wurde rausgefotoshoppt, und sie hatte nämlich auch das volle Sorgerecht bekommen der Kinder. Und wir hatten es ja vorhin auch beide davon, dass wir gesagt haben, bei 8 Kindern ist es ja eigentlich schwierig, auf alle einzugehen. Und natürlich ist es auch so, dass eines der Kinder halt eben ein bisschen mehr Erziehung gebraucht hätte oder Aufmerksamkeit. Das ging halt natürlich nicht bei 8 Kindern und bei einer vollen TV-Show. Deswegen hat sie einen der Söhne, und zwar den Colin, wurde dann quasi in eine psychiatrische Einrichtung geschickt,
mit 12 Jahren und mit 14. Und das war jetzt der Skandal, der nämlich rauskam. Der Arme hat nämlich damals seinen Vater aus der Psychiatrie einen Brief geschrieben. Und er hat dann auch Interviews gegeben und sagt quasi, dass diese Show dafür verantwortlich ist, dass die komplette Familie kaputt gegangen ist und zu Bruch gegangen ist. Und das glaube ich auch. Haben wir gerade schon von dem Brief gesprochen. Da schreibt er im Prinzip, hey Papa, ich versuche dich, es ist jetzt kein Witz hier gerade, ich liebe dich, ich möchte bei dir sein. Aber sie hat gesagt, nein, also die Mutter hat den Kontakt auch komplett verboten. Der Vater John hatte nach der Trennung 6 Jahre seine Kinder nicht mehr gesehen. Das ist ja so schrecklich. 6 Jahre die Kinder nicht gesehen haben und dann kriegst du so einen Brief. Ja, vor allem, er war halt einfach nur ein Samenspender irgendwie. Wurde die ganze Zeit während der Kinder, die aufgezogen werden, sind angemotzt. Und dann soll er, die Scheidung, dann soll er gehen und sie macht ihr Ding. Das war so der erste große Skandal. Und der Vater hat dann tatsächlich auch das Sorgerecht für den Colin bekommen. I had to learn a lot about his difficulties from living with Kate and being away. Und das Mädel, was du daneben siehst, ist die Hannah. Die ist auch zu ihm. Also die Kinder sind quasi von der Mutter zum Vater dann geflüchtet. Also er hat jetzt Colin und Hannah aufgenommen. I've always been closer to my dad. I just feel like there was unfair treatment in my mom's house. And when you say unfair, do you mean unfair towards your brother Colin? Yeah, my brother Colin did kind of take, you know, the front of it sometimes. Communication. Und darüber reden die halt jetzt erst, ne, die Armen. I have been alienated from those children. I think it was a poor parenting decision. Colin hat dann auch ein Interview gegeben. Das war jetzt vor kurzem erst, das ist nicht lange her. Und dann hat er quasi das Schweigen gebrochen und da kommt dann noch ganz viel hinterher. Und dann ist so das ganze Kartenhaus zusammengefallen. I love my siblings. I mean, you know, I love them to death. You know, they're the only. Das ist quasi der den Brief geschrieben hat. No, I get it. There's nothing like the bond between brothers and sisters. No, I have not spoken with my siblings in probably like 5 years. Die hat den in now. Die Psychiatrie abgeschoben und danach hat der seine Geschwister auch nicht mehr sehen dürfen. Das ist so schrecklich. Dieses ganze Ding ist so ein Drama, Digga. Und jetzt kommt der absolut unangenehmste Ausschnitt. Und da sieht man, glaube ich, ganz gut, wie diese Kate ihre Kinder im Griff hat. Ich habe diesen Ausschnitt gesehen und ich habe so hart gecringed und innerlich etwas empfunden, was ich noch nie empfunden habe. Schau es dir mal an. Das ist so unfassbar gruselig. Also man sieht, wie Angst diese Mädchen haben, was Falsches zu sagen. Und ihre Aggression. Also, oh Gott, schau es dir einfach an. Ich finde es schrecklich. Nanny, what would you want to say about how you and your sister and your family are doing? Maddie, your words. No, it's your chance. It's a hard question. Oh. What about you, Kara? Oh, sie grüßt dich, Maddie. Your words. Und wie sie so, sie sieht, oh, es ist so unheimlich, ne? Die armen Kinder. Es ist so schrecklich, Digga. So this is their chance to talk. This is the most wordless I've heard them all morning. Yeah. I don't want to speak for them, but Maddie, go ahead. Sort of the things that you said in the magazine, that years later, they're good, they're fine. Go for it, Mad. It's your chance. No, you just said it. Oh, I said it. It's a lot of fun opportunities and, you know, it's... Oh, wie die Kinder gucken, if it happens, it does. So if it doesn't, you know, it doesn't. And it's a family-made decision. And, they're just really regular. Also, du musst echt kein Psychologe sein, um da körpersprachenmäßig einiges rauszulesen, Digga. Ja, was lernen wir jetzt daraus? Wir lernen daraus, zieh die Kinder nicht in die Öffentlichkeit, mach keine Fernsehshow daraus, dass du überfordert bist und mach aus deinem Privatleben ja auch keine Show. Wir lernen daraus mal wieder, dass das Fernsehen super unethisch sein kann, dass die Sendungen, die im Fernsehen laufen, halt teilweise als so ein großer Schmutz sind und ganz wissentlich Schicksale zerstören und aufs Spiel setzen, einfach für Cash.
Ja, und vor allem auch, ich finde auch an unsere Influencer-Kollegen, die das machen, sich einfach auch mal zu überlegen, wollen die Kinder das? Ist es nicht irgendwann nervig oder wird man auch mal den Kindern gegenüber ruppig, wenn sie nicht so machen, wie man will? Will man, dass sein Kind irgendwie im Bikini oder im Wickeln im Internet rumfährt? Ist es dem Kind überhaupt recht? Will das Kind, wenn es älter ist, dass Leute oder Schulkollegen sich darüber lustig machen, weil in der Szene war es irgendwie nackt und hat rumgeheult? Also ich finde, mit Kindern Geld verdienen immer schwierig und vor allem auch wie sie, wenn man den Kindern nicht mal das Geld gibt. Sie macht ja weiter mit ihrer Karriere. Sie ist jetzt bei 2023 bei so einer, zum TV-Format Special Forces dabei. Sie hat eigentlich alles, was sie will. 4 ihrer Kinder leben noch bei ihr. 2 von den Kindern sind jetzt aufs College gegangen, 2 sind bei ihm. Aber ja, es zeigt halt eigentlich, wie beide etwas anderes wollten. Er wollte eigentlich das Wohl der Kinder. Sie wollte halt Geld machen und Fame und Aufmerksamkeit. Und ich sehe das sowieso kritisch, wenn man seine Kinder in die Öffentlichkeit zieht. Ja, ja, sehe ich genauso. Und ja, krass, danke dir für dieses runterziehende Video. Gerne. Ja, aber Leute, vertraut dem Fernsehen nicht. Passt auf, es ist sehr viel, wie wir es schon mit Jeremy's Next Topmodel gesehen haben. Alles ist sehr abgemacht und bewusst gemacht auch vor allem. Und vertraut Rezo auch. Seine Videos dazu sind unten auch in der Beschreibung verlinkt und seine Kanäle. Ich danke dir für deine Zeit. Ebenso. Und dann. Und dir noch einen wunderschönen Tag. Dir auch, wieso? Daumen Subscribed hoch. Und liked und ja, alles und bei Abo. GNU. Alle anderen Videos von GNU auch noch mal gucken. So, jetzt. Ha! Und jetzt raus!